Und hat er mich nur angeguckt und hat gelacht und hat gesagt, a smile can get you out of more situations than a gun. Also ein Lächeln hilft dir eher aus der Patsche als eine Waffe. Es gibt diesen alten Spruch, bad news are good news. Warum? Weil schlechte Nachrichten unser Gehirn viel stärker triggern. Die Emotionen werden da Emotionen, vor allem negative Emotionen, da gucken wir hin. Und es gibt viele Leute, die sich unendlich aufreiben im Kampf gegen ihre Nachbarn. Und da fängt eigentlich der Gemeinsinn ja schon an. Kriege ich mit meinen Nachbarn irgendwie ein gutes Verhältnis? Weil das erhöht die Lebensqualität enorm. Eine neue Ausgabe SWRs Leute. Ich begrüße ganz herzlich Ulrich Schnabel. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Frau Köster. Sie sind Wissenschaftsredakteur bei der Zeit. Sie sind zudem ein fleißiger Autor. Zig Bücher, die von Ihnen erschienen sind. Sie haben sich vor kurzem mit der Zuversicht ganz intensiv auseinandergesetzt. Ist das Glas bei Ihnen immer halb voll? Ja, das hängt in der Tat von der Betrachtung ab. Bei den meisten Leuten ist ja das Glas halb leer, weil wir gewohnt sind, häufig auf das Negative zu fokussieren. Und gerade in Zeiten wie diesen finde ich es extrem wichtig, auch die Kräfte zu stärken, die uns eine positive Energie geben. Ja, sonst haben wir das Gefühl, alles ist nur dunkel, alles ist nur schwarz. Und dann fehlt aber auch der Antrieb, um was zu ändern oder irgendwie positiv zu agieren. Und deshalb ist gerade in dunklen Zeiten die Zuversicht besonders wichtig. Da sieht man jetzt gerade, kann man sich nachher angucken, Ihr offenes Lachen, Sie strahlen richtig dabei. Und Sie halten ja auch Vorträge, jetzt gerade vor kurzem zum Beispiel über die Kunst, Wissenschaft einem großen Publikum zu vermitteln. Also das Strahlen in den Augen, der Humor, das Lachen. Ja. Welche Rolle spielt das? Ja, der Humor ist extrem wichtig. Also gerade in schwierigen Zeiten, es gibt ja den Galgenhumor. Ja, man sagen, wenn nichts mehr geht, gibt es immer noch den Humor. Ich möchte da eine kleine Geschichte erzählen. Als junger Mann war ich auf Weltreise und hatte so einen Weltenbummler getroffen, der seit 3 Jahren unterwegs war. In Afghanistan, in der New Yorker Bronx. Der war also wirklich in extrem schwierigen Situationen. Ist durch Pakistan gefahren und so weiter. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, ob er eigentlich eine Waffe dabei hat, um sich zu verteidigen. Und hat er mich nur angeguckt und hat gelacht und hat gesagt, a smile can get you out of more situations than a gun. Also ein Lächeln hilft dir eher aus der Patsche als eine Waffe. Und das hat mich extrem beeindruckt und ich habe da oft drüber nachgedacht. Und der hat total recht, weil wenn Sie in einer schwierigen Situation eine Waffe rausziehen oder aggressiv werden, dann verstärken sie die Aggression, dann wird der andere noch aggressiver. Und wenn sie es schaffen, da Entspannung reinzubringen, die Sache plötzlich vielleicht mal mit Humor zu betrachten, das hat was Entwaffnendes. Das kann die Spannung rausnehmen und wirklich eine ganz andere Grundlage darstellen. Ist schwierig, gerade in schwierigen Zeiten seinen Humor zu behalten, aber ist eine extrem gute Methode. Das stimmt, nur auf der anderen Seite betrachtet, wenn wir auf die aktuelle politische Situation schauen, der Krieg in der Ukraine, da kann man damit natürlich nicht kommen. Da gibt es nicht viel Anlass zum Humor, da haben Sie vollkommen recht. Ja. Und in solchen Zeiten sind Sie natürlich auch gefordert, als Journalist, als Autor, als Kommunikator. Ja. Was macht das mit Ihnen? Ja, in der Tat. Also mein nächstes großes Stück in der Zeit wird sich mit dieser Frage beschäftigen, was macht das mit einem, wenn man ständig mit schlechten Nachrichten konfrontiert ist? Ja, weil das geht den Hörern, den Lesern, den Leserinnen so. Das geht aber uns Journalisten natürlich auch so, weil wir permanent immer mit diesen schlechten Nachrichten da konfrontiert sind. Und da muss man extrem, wie soll ich sagen, vorsichtig auch mit sich selbst umgehen, weil wir haben ja einen Drang, immer so das Negative sozusagen ins Zentrum zu stellen. Es gibt diesen alten Spruch, bad news are good news. Warum? Weil schlechte Nachrichten unser Gehirn viel stärker triggern. Die Emotionen werden Emotionen, vor allem negative Emotionen, da gucken wir hin. Ja. Da haben wir das Gefühl, oh, da müssen wir aufmerksam sein. Das weiß auch jeder Nachrichtenmacher. Ja, deshalb sind die Nachrichten häufig negativ gefärbt. Positive Geschichten, die gelten gleich so ein bisschen als oberflächlich, als langweilig, deshalb kommen die weniger vor. Das heißt, wir kriegen ein verzerrtes Abbild der Wirklichkeit. Das heißt nicht, dass die Medien lügen. Ja, das ist ganz wichtig. Aber wir haben so einen starken Nick. Und gerade deshalb finde ich es extrem wichtig, bewusst auf das Positive zu fokussieren. Sich das ins
auch in Erinnerung zu rufen. Sie haben vorher gesagt, jetzt Krieg in der Ukraine, da gibt es nicht viel Raum für was Positives. Klar, aber es gibt vielleicht im Privaten gibt es was Positives. Und das nicht aus dem Blick zu verlieren. Wir hören das jetzt immer öfter. Gemeinsinn, Zusammenhalt, der wird groß beschworen. Warum nimmt das Thema gerade so Fahrt auf? Ja, weil wir natürlich erleben, dass wir als Gemeinschaft auch angegriffen werden. Also der Krieg gegen die Ukraine ist ja nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine, sondern letztendlich gegen europäische Werte, gegen die offene Gesellschaft. Der trifft uns alle, wenn auch bisher zum Glück nicht militärisch, sondern sozusagen nur auf dem Sektor der Energieknappheit. Also wir führen da einen Wirtschaftskrieg und das geht natürlich gegen die, nicht gegen Einzelne, sondern gegen die ganze Gesellschaft. Und das stellt auch unseren Zusammenhalt in Frage. Also wie kommen wir jetzt durch diesen Winter? Das ist eine gesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe. Lässt sich das auf so eine Formel bringen? Je schlechter die Zeiten, desto wichtiger ist der Zusammenhalt? Könnte man so sagen. Also wir erleben eine Krisenzeit. Und gerade in der Krisenzeit ist es wichtig, dass wir zusammenarbeiten, dass wir zusammenhalten. Wobei das, was ich mit Gemeinsinn meine, würde ich gerne ein bisschen unterscheiden vom Zusammenhalt, weil der Zusammenhalt ja immer gegen äußere Feinde gerichtet ist. Also wir gegen die, heißt es dann. Ja. Und das, was ich mit Gemeinsinn meine, geht eher so auf die alte Bedeutung zurück. Das kommt ja aus dem Lateinischen, sensus communis, im Englischen common sense. Und das hat eine Doppelbedeutung, also einmal Sinn für die Gemeinschaft und gesunder Menschenverstand. Und das finde ich wichtig, klar zu haben, dass wir ja sowieso immer Gemeinschaftswesen sind und ein Bewusstsein dafür zu haben, wie sehr wir zusammenhängen, das ist einfach gesunder Menschenverstand. Sie sprechen da von einer verloren gegangenen Tugend, so nennen Sie es. Ja. Warum ist es denn verloren gegangen, müssen wir dann ja auf der anderen Seite fragen. Ja, weil wir in einer extrem individualisierten Gesellschaft leben. Der Individualismus ist natürlich einerseits die große Errungenschaft des Abendlandes, Aufklärung, Renaissance, ja, die Entdeckung des Individuums, auch völlig zu Recht und eine ganz große Leistung. Und das hat sich aber, würde ich sagen, da ist was aus der Balance gerutscht. Also wir haben heute vielfach das Gefühl, sozusagen, jeder ist seines Glückes Schmied, wir brauchen die anderen eigentlich gar nicht, jeder ist am stärksten allein. In unzähligen Filmen, in Geschichten wird immer so die Geschichte des einsamen Helden, der alleine die Welt rettet, oder was natürlich totaler Quatsch ist. Ja. Niemand kann alleine groß etwas bewirken, man braucht immer Mitstreiter. Und das ist aus dem Blick geraten und deshalb glaube ich, wir müssen die Balance wieder so ein bisschen korrigieren. In der Beschäftigung mit dem Thema Gemeinsinn, wo haben Sie sich selbst dann vielleicht auf den Prüfstand gestellt und haben Ihren Gemeinsinn vielleicht sogar selbst neu entdeckt? Ja, das ist eine interessante Frage. Also bei mir war das vor allem das Verhältnis zu den Nachbarn. Also die Nachbarn sind ja ein schwieriges Klientel. Es gibt eine 500.000 Gerichtsverfahren in Deutschland zwischen zerstrittenen Nachbarn. Da geht es halt um irgendwie einen Baum, der zu viel Schatten wirft oder die Hecke, die zu hoch wächst oder der Gartenzwerg. Gartenzwerg sind häufig Streitgegenstände. Und es gibt viele Leute, die sich unendlich aufreiben im Kampf gegen ihre Nachbarn. Und da fängt eigentlich der Gemeinsinn ja schon an. Kriege ich mit meinen Nachbarn irgendwie ein gutes Verhältnis? Weil das erhöht die Lebensqualität enorm. Ja, das ist viel wichtiger als ein neues Sofa oder ein neuer Einrichtungsgegenstand. Für die Lebensqualität ist das Verhältnis zu den Nachbarn absolut zentral. Und während des Schreibens dieses Buches war das wirklich so ein großes Thema. Wir haben auch nachbarschaftlich viel gemacht. Und die erste Lesung, als das Buch fertig war, habe ich bei mir im Wohnzimmer mit meinen Nachbarn veranstaltet. Okay. Haben Sie sich was von diesen Mammutbäumen, das sind die riesigen Kiefern mit den roten Rinden, haben Sie sich von denen was abgeguckt? Ja, das war eigentlich fast so was wie die Initialzündung, als ich gelesen habe, dass die größten Bäume der Welt, die irgendwie 1000 Jahre alt werden können, die haben nur ganz flache Wurzeln. Man denkt ja, die müssten ganz tiefe Wurzeln haben, damit sie stabil stehen, aber die haben nur etwa 1 Meter tiefe Wurzeln. Aber die haben folgenden Trick, die strecken ihre Wurzeln ganz weit aus, so lange, bis sie die Wurzeln der anderen Mammutbäume finden. Und dann haken sie sich quasi gegenseitig unter und stützen sich gegenseitig unter der Erde. Und das fand ich ein super Bild für das, was ich eigentlich mit Gemeinsinn meine, dass wir sozusagen unbewusst alle zusammenhängen und uns gemeinsam stärker machen als alleine. Sie haben sich intensiv mit dem Thema Zuversicht beschäftigt. Was haben Sie persönlich denn Neues erfahren?
Ja, dass es einen Unterschied zwischen Optimismus und Zuversicht gibt. Ja, es gibt ja die Daueroptimisten, sagen, ja, wird schon alles und macht euch keine Sorgen. Und die Zuversicht ist eine etwas andere Haltung. Die sieht nämlich sehr klar die ganzen Probleme. Die sagt nicht, hey, es wird alles prima laufen im Winter und das Gas wird reichen, sondern die sagt, es könnte auch knapp werden. Also eher der Realist. Realist und trotzdem die Chance oder das Potenzial für eine hoffnungsvolle Entwicklung zu sehen. Also beides zusammenzukriegen, den Realismus und trotzdem nicht sozusagen den Gesichtskreis zu verengen und zu sagen, oh Gott, jetzt geht alles den Bach runter, sondern die Möglichkeit, da, wo sich die Tür einen kleinen Spalt öffnet, das wahrzunehmen und durchzugehen. Es gibt ja den Kölner, der sagt, es ist noch immer Jotjejang. Also das wäre dann das eher das, was eher Sie unter Optimismus. Dem Optimismus... Ja. Und dann kann es nämlich auch mal nach hinten losgehen. Genau, danke. Das ist eine spannende Frage. Wo auf der Welt sind die Menschen besonders großherzig und wo sind sie besonders egoistisch? Klären Sie uns auf. Ja, das wurde tatsächlich wissenschaftlich untersucht und mit einem Experiment, das ist ein sogenanntes Ultimatumspiel. Das funktioniert so, man hat zwei Teilnehmer. Der eine bekommt eine größere Summe Geld und die muss er mit dem anderen teilen. Und er kann selbst entscheiden, wie viel er ihm anbietet, aber die dürfen das Geld nur behalten, wenn beide zustimmen. So, und das ist ein guter Test dafür, wie fair gehen Menschen miteinander um. Und dieses Experiment wurde in ganz vielen Ländern auf der Welt durchgeführt. Und es zeigt sich, dass die meisten Menschen relativ fair sind und etwa die Hälfte anbieten, weil sie wissen, okay, nur dann so. Der andere muss auch was kriegen. Der andere muss das ja akzeptieren, sonst verlieren wir beide das Geld. Und es gab aber zwei Nationen, die sind komplett rausgefallen. Und die einen, weil sie viel mehr angeboten haben, also da hat der eine dem anderen etwa zwei Drittel angeboten und die anderen sind rausgefallen, weil sie viel weniger angeboten haben. Da hat der eine drei Viertel für sich selbst behalten. So. Und die sozusagen die Hilfsbereiten, die gemein sind, das war ein Fischerstamm auf Indonesien und die anderen, die Eigensinnigen, das waren die Mashinguenga, eine indigene Kolonie oder ein indigenes Volk im Regenwald von Peru. Und dann haben die Forscher versucht herauszufinden, warum ist der Unterschied so groß? Und sie haben festgestellt, dass die Mashinguenga, das sind Einzelgänger. Also jede Familie lebt für sich. Die haben kaum etwas miteinander zu tun. Die treffen sich nur ab und zu ein-, zweimal im Jahr, um gemeinsam größere Fischzüge zu machen, wo aber jeder dann möglichst viel für sich abholt. Und die anderen, diese Fischer, die sind permanent aufeinander angewiesen. Die fahren gemeinsam in so sehr wackeligen Booten, fahren die raus. Die jagen zum Teil auch Wale. Und die lernen von Kindesbeinen an, dass sie sozusagen nur mit den anderen gemeinsam etwas schaffen können. Und da hat sich dann ein ganz anderes Gemeinsinnsverständnis rausgebildet als bei den anderen. Spannend, ne? Und heißt also, die Prägung hat ganz klar mit unserem Verhalten zu tun. Und wenn die heutigen Generationen es vermutlich nicht mehr besser haben werden als ihre Eltern, stellt sich natürlich die Frage, wie sich das Miteinander verändern wird. Ja, und meine These ist, dass diejenigen im Vorteil sind, die es schaffen, eben gemeinsam diese Herausforderung zu bewältigen. Also wir erhalten ja jetzt auch im Hinblick auf die kommenden Monate, gibt es ja Tipps vom Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, also dass man im Keller so und so viel Kilo Nudeln und so viel Liter Wasser bunkern soll. Der wichtigste Tipp aus meiner Sicht wäre aber zu sagen, stärken Sie die Beziehungen zu Ihren Nachbarn. Denn die Nachbarn sind im Zweifelsfall diejenigen, die ihnen als erstes helfen können. Da gibt es ja viele Beispiele. Sie nennen eins, also beim Lesen wird einem da schon ganz anders. Ja. Und zwar geht es da um eine wirklich gefährliche Situation. Beschreiben Sie es kurz. Ja, das war ein amerikanischer Forscher, der nach New Orleans gezogen war und plötzlich nachts von seiner Nachbarin sozusagen aufgeschreckt wurde. Die hat geklingelt und gesagt, es ist ein riesiger Hurrikan im Anzug, ihr müsst sofort aus der Stadt. Und er hatte keine Ahnung von Hurrikans, er war relativ frisch dahin gezogen und ist nur weggezogen mit seiner Familie oder sozusagen schnell geflüchtet, weil die ihn so gewarnt hat. Und dann kam Hurrikan Katrina, ein ganz massiver Wirbelsturm, der damals die halbe Stadt in Schutt und Asche gelegt hat. Und wäre diese Nachbarin nicht gewesen, dann die wäre die Lebensretterin. Sie war sozusagen die Lebensretterin. Und er hat dann angefangen, diesen Effekt zu erforschen und hat das auch auf andere Krisen und Katastrophen ausgedehnt. Und immer wieder zeigt sich, in den Kommunen und Bereichen, wo es ein gutes Nachbarschaft
freundschaftliches Verhältnis sind, die überstehen Krisen besser als die anderen, die immer nur auf sich gucken. Und als Wissenschaftsredakteur kommen Sie immer wieder mit spannenden Fakten, zum Beispiel, dass britische Wissenschaftler herausgefunden haben, dass das Lachen sogar die Schmerzgrenze erhöht. Was können Sie uns dazu sagen? Ja, das sind tolle Untersuchungen, häufig so im medizinischen Bereich, weil man gucken will, was hilft Patienten, Schmerzen besser auszuhalten, was hilft auch nach Operation schneller gesund zu werden. Und da zeigt sich immer wieder, dass sozialer Beistand, also wenn man Freunde hat, Familie, die einen unterstützen, lieben, dass das einen unheimlichen Effekt hat. Und eben diese Studie zeigt auch gemeinsames Lachen im Krankenzimmer. Das kann die Schmerzgrenze runtersetzen, weil da laufen im Körper ganz viele Prozesse ab. Die Schmerzen sind ja nicht einfach ein Signal, das ans Gehirn gesendet wird, sondern das Gehirn kann auch die Schmerzen dämpfen. Und das wird durch solche positiven Ereignisse ausgelöst. Oft sind es die Emotionen, die uns steuern. Über Emotionen haben Sie auch geschrieben. Und als Wissenschaftsredakteur wissen Sie natürlich, dass wir Menschen mit Geschichten funktionieren. Da ist es immer schwierig, die Herausforderung, die Fakten in die Geschichte zu packen. Richtig, ja. Machen Sie aber jetzt zum Beispiel auch sehr geschickt mit Jim Knopf. Ja, mit Jim Knopf. Das ist ein wunderbares Beispiel für das, was ich eigentlich mit Gemeinsinn meine. Gemeinsinn wird ja oft verwechselt mit so einer Gleichschaltung. Alle müssen derselben Meinung sein. Und es gibt, also Michael Ende, den liebe ich sowieso, der hat wunderbare Bücher geschrieben. Und der hat es immer wieder verstanden, so philosophische Einsichten mit Geschichten zu verknüpfen. Und in Jim Knopf und die wilde 13 gibt es die Geschichte vom Kristall der Ewigkeit. Da lernen die ja so Wasserbewohner kennen und die erzählen ihnen, ja, es gäbe das Kristall der Ewigkeit, das ist ein ganz wunderbarer Stoff, durchsichtig wie Glas, man kann es bearbeiten wie Metall und es sei völlig unzerstörbar. Aber es gibt ein Problem, diesen Wunderstoff können nur ein Wasserwesen und ein Feuerwesen gemeinsam machen. Und was das zeigt, ist, dass sozusagen, dass es Menschen oder Wesen mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten und Eigenschaften braucht, um was Besonderes zu machen. Heißt jetzt, wenn wir es auf unsere Gesellschaft übertragen, wir haben das erlebt jetzt während der Pandemie, da hat es teilweise Familien auseinandergerissen. Ja. Denn da gab es unterschiedliche Meinungen, die Emotionen sind so hochgekocht, da hat man Feuer und Wasser nicht mehr zusammenbringen können. Da hat man Feuer und Wasser nicht mehr zusammengebracht. Und ich glaube, was ein großer Fehler war, ist, dass wir diese Emotionen nie wirklich angesprochen haben. Also auch zum Beispiel von der Politik. Also man muss ja sagen, dass egal welcher Ansicht man da war, aber es gab auf beiden Seiten große Ängste. Also diejenigen, die jetzt sich zum Beispiel nicht impfen lassen wollten, die hatten Angst vor der Impfung. Die hatten Angst, da könnte irgendetwas, was weiß ich, Langzeitfolgen. Und die anderen, die hatten Angst vor der Ansteckung der Ungeimpften. So, also auf beiden Seiten waren große Ängste vorhanden und die hätte man einfach mal ansprechen können. Ja, man kann ja über wissenschaftliche Argumente kann man ja diskutieren, aber diese Emotionen einfach mal zur Kenntnis zu nehmen und zu sagen, ja, wir verstehen, da ist viel Angst im Spiel. Ich glaube, das hätte vielen Menschen extrem geholfen, wenn es einfach mal thematisiert worden wäre. Wir wollen ja raus lernen. Haben Sie Beispiele anderer Länder, die es womöglich besser gemacht haben? Ja, also es gibt, also in in Dänemark und in Neuseeland, da hatten jeweils die Premierministerinnen, die haben sehr stark auch emotionale Ansprachen gehalten. Also die haben die Leute richtig gehend mitgenommen. Die haben ihnen gezeigt, wir verstehen euch. Und die haben sich auch getraut zu sagen, was sie selbst nicht wissen. Das ist ja auch ein Punkt, zuzugeben, was man alles nicht weiß und nicht immer so in der Attitüde des Besserwissenden aufzutreten und die anderen so abzuqualifizieren und so zu tun, als ob man alle guten Argumente schon auf seiner Seite hätte. In solchen Situationen auch mal sich hinzustellen und zu sagen, okay, das und das wissen wir nicht. Könnte auch sein, dass wir uns falsch entscheiden oder dass wir einen Fehler machen, den korrigieren wir natürlich. Aber das offensiv und transparent zu machen, ich glaube, das war etwas, was in Deutschland gefehlt hat. Und das haben die besser gemacht. Und die hatten eine sehr viel höhere Impfrate und eine sehr viel höhere Zustimmung zur Corona-Politik. Wann hatten Sie zuletzt so richtig Zeit für sich selbst? Darüber wollten wir sprechen. Ja, ehrlich gesagt, ich habe mir während des Schreibens dieses Buches, ich habe ja eine Familie, ich habe einen Job als Redakteur, man ist da sehr eingespannt und irgendwann hatte ich das Gefühl, oh, ich brauche mal richtig so eine Auszeit, nicht um irgendwie nur, was weiß ich, im Pool zu liegen, sondern
um in Ruhe diese Gedanken voll zu Ende zu bekommen. Und ich habe mir dann in der Schweiz in einem kleinen Bergdorf ein ruhiges Zimmer gesucht und habe morgens geschrieben, bin nachmittags gewandert. Und es war traumhaft, einfach nur sozusagen die Zeit für diese Ideen zu haben, um für diese ganzen Gedanken. Wie viel Zeit konnten Sie sich da nehmen? Wie lange waren Sie dort? Naja, es war offen gestanden, es war nur eine Woche. Ja. Aber für einen vielbeschäftigten Menschen ist das schon mal ganz schön viel. Auch ein Luxus. Dann fast jeder Fünfte fühlt sich in Deutschland regelmäßig einsam. Das ist was anderes und das ist nicht gesund. Wie sieht dann so ein Mittelweg aus? Also einmal Gemeinschaft und Zeit für sich selbst. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das einmal ansprechen, dass Einsamkeit und Alleinsein nicht das Gleiche sind. Also man kann sich auch mitten in einer Gruppe sehr einsam fühlen, wenn man das Gefühl hat, ich habe hier überhaupt keine Anknüpfungspunkte. Und man kann, wenn man alleine ist, sich überhaupt nicht einsam fühlen, wenn man zum Beispiel in der Natur ist, wenn man sich verbunden fühlt, wenn man ein gutes Buch liest, wenn man Musik hört oder so. Also wenn man das Gefühl hat, man ist mit virtuellen Gleichgesinnten umgeben, dann muss man sich gar nicht einsam fühlen. Also das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Und für mich ist der Gemeinsinn, der braucht quasi notwendigerweise auch die Fähigkeit zum Alleinsein. Denn ich kann ja die Gruppe nur dann bereichern, wenn ich nicht unbedingt auf sie angewiesen bin, sondern wenn ich auch mal alleine was für mich machen kann, dann kann ich neue Ideen entwickeln, die ich dann sozusagen in die Gruppe, in die Gemeinschaft zurückspielen kann. Wenn ich immer nur darauf angewiesen bin, dass mir die anderen signalisieren, du bist okay und ich richte mich permanent nach dem, was sozusagen dort Beifall findet, dann ist das keine Souveränität, sondern dann bin ich abhängig von denen. Und das gilt es, glaube ich, zu vermeiden. Da muss ich meine Identität auch erstmal kennengelernt haben. Das geht dann erstmal auch im Alleinsein, um mir darüber klar zu werden. Sie haben da so ein schönes Beispiel und auch ein trauriges gebracht. Sie beschreiben das sehr offen, wie Ihr Vater mit 94 Jahren verstarb und wie viel Ihr Blick dann ins Familienalbum. Ja, das war interessant. Also als er starb, da saßen wir zu Hause zusammen. Er starb zu Hause, wir waren alle da und meine Mutter holte alte Familienalben raus, so Fotoalben. Und also manche von denen, die hatte ich noch nie gesehen, die gingen zurück bis zum Ersten Weltkrieg und das war also wirklich irre zu sehen, weil wenn man sich diese Bilder dann anschaute, war das im Prinzip ein Abbild des 21. Jahrhunderts. Also erstmal so Kaiser Wilhelm Bärte und dann waren plötzlich so Kinder bei Waldspielen der Hitlerjugend und die ganzen Mädchen so artig mit Zöpfen und Kniestrümpfen, also voll so dieses. Und dann war irgendwie eine Lücke, als die Kriegszeit war, ja, da sah man einmal ein Bild meines Vaters in Uniform und dann war eine große Lücke und dann kamen so diese Bilder aus dem Wirtschaftswunderland, der Vater mit dem Auto und so weiter. Und also eigentlich war das so ein Panoptikum des 21. Jahrhunderts und was ich irre fand, war die Beobachtung, dass das den Fotografierten gar nicht bewusst war, sondern die dachten immer, da wird ihr eigenes Leben gezeigt. Und was tatsächlich gezeigt wurde, war eigentlich die Folie der Zeit, vor der das spielte. Und einfach die unterschiedlichen Facetten einer Persönlichkeit. Genau, die dann je nach Zeitumständen wurde mal das und das andere stärker. Und da gibt es so eine tolle Geschichte, Weisheit der Vielen. Vielleicht können Sie uns die kurz vor der Mittagspause noch mitgeben. Ja, die Weisheit der Vielen ist ein Begriff des britischen Universalgelehrten Francis Galton, der im 18. Jahrhundert lebte. Und der war auf einem Viehmarkt in Großbritannien. Und da gab es eine Wette, man musste das Gewicht eines Ochsen schätzen. Und der das Gewicht getroffen hat, der bekam Preisgeld. Und da waren also, was weiß ich, viele hundert Leute und alle haben ihre Schätzung abgegeben. Und keiner war genau auf dem Gewicht, aber Galton als wahnsinnig interessierter Forscher, der hat alles mitgeschrieben. Der hat also die ganzen einzelnen Schätzungen mitgeschrieben und hat dann den Mittelwert gebildet. Und siehe da, der Mittelwert hat genau das Gewicht des Ochsen getroffen. Und was ich das Tolle finde an dieser Geschichte ist, dass sie zeigt, dass alle Meinungen wichtig sind, selbst die, die ganz weit weg vom Ziel liegen. Auch die Außenseiter, die Abweichler sind sozusagen notwendig, um diese Weisheit der Vielen entstehen zu lassen. Gleichzeitig ein Plädoyer für die Meinungsvielfalt ist das dann natürlich auch noch. Wir haben noch gar nicht über Sie als Person gesprochen, denn Sie haben viel Zeit hier verbracht. Sie sind in Esslingen aufgewachsen, Sie haben in Karlsruhe studiert, Physik und Publizistik, dann auch in Berlin und sind nach dem Studium 6 Monate lang durch Indien gereist. Auf Reisen stellt man so etwas ja von Gemeinsinn auch häufig fest. Gibt es da so Situationen, Szenen, die Ihnen da gleich in den Kopf kommen? Ja, das Irre ist, dass man ja eher
erst in so einem Land feststellt, wie sehr man Deutscher und Europäer ist. Das ist einem vorher nicht bewusst. Ja, man denkt, also ich bin vielleicht ganz anders wie die anderen hier. Und dann fährt man dahin und plötzlich im Kontrast mit dieser anderen Kultur stellt man fest, wie tief manche Überzeugungen so in einem drinstecken. Und interessant ist dann auch das Zurückkommen, weil man plötzlich hier vieles mit anderen Augen sieht, dass man sich zum Beispiel freut, dass man den Wasserhahn aufdrehen kann und das Wasser einfach trinken kann. Ja, das sind so Selbstverständlichkeiten, die einem hier, über die man nie auch nur eine Sekunde nachdenkt, und plötzlich ist man in so einem Land und stellt fest, das ist gar nicht selbstverständlich. Und das sind so Sachen, die, glaube ich, meinen Blick doch sehr beeinflusst haben, weil wenn man immer nur so in derselben Blase ist, dann merkt man manche Dinge gar nicht mehr. Die sieht man erst, wenn man von außen drauf guckt. Es erdet dann, ne? Ja, auch das. Vor Gemeinsinn und Zuversicht haben Sie über die Macht der Emotionen in unserer Gesellschaft geschrieben. Auch ein spannendes Thema. Was haben Sie denn da als stärkste Emotion ausgemacht? Ja, also das ist leider so, dass die stärksten Emotionen, die uns am meisten umtreiben, sind häufig die negativen. Angst, Wut, Ekel. Deshalb haben wir auch eine Medienlandschaft, die häufig genau das bedient, weil darauf springen die Leute an. Die Zeitung wird verkauft, die Sendung wird angeschaut, in der diese Emotionen getriggert werden. Ja. Und positive Emotionen, die haben es eher schwer. Also das ist so ein bisschen wie mit dem Wasserhahn, den man, wenn man hier in Deutschland ist, für selbstverständlich hält. Das, was gut läuft, das halten wir ganz schnell für selbstverständlich. Und wir ärgern uns dann immer über das, was nicht gut läuft. Ja, darauf gucken wir, darauf starren wir. Die eine Sache, die in meinem Leben nicht funktioniert, über die rege ich mich auf, und über die 10 anderen Dinge, die gut funktionieren, ja, die sind ja, die laufen ja, da muss ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Und das hat mich in der Beschäftigung mit diesem Buch, habe ich das auch an mir selbst festgestellt, und wie wichtig es ist, auch, wie soll ich sagen, so eine Art emotionale Hygiene mit sich selbst zu betreiben, ja, und wirklich auch die positiven Dinge wertzuschätzen, die in den Blick zu nehmen. Und was mir auch klar wurde, ist, dass das häufig, dieses Missverhältnis hat sich so weit etabliert, dass wir ja Leute, die kritisch sind, die auf Negatives hinweisen, die halten wir gerne für tiefsinnig und intelligent. Und diejenigen, die über positive Dinge reden, sagen wir, ja, das ist so ein blauäugiger Träumer, die gelten so als oberflächlich. Ja. Muss ich an einigen Stellen widersprechen, weil es natürlich auch die gibt, die kritisch waren und die dann in eine Ecke gestellt wurden, und die kritischen Meinungen, die dann manchmal auch nicht gehört werden wollen. Also die gibt es auch. Ja, ich glaube, das ist aber ein anderes Phänomen. Ich meinte jetzt nicht Leute, die kritische Aspekte äußern. Da sind wir wieder bei der Weisheit der vielen. Wir brauchen als Gemeinschaft, brauchen wir auch die, die Kritik üben. Ja. Ja, also das, ich wollte da nicht missverstanden werden. Das, aber es kam an die Botschaft, das Positive nicht gleich klein zu machen. Genau, und das Positive nicht klein zu machen. Also vor allem im eigenen Leben, auch sich selbst immer wieder zu überlegen, hey, was läuft eigentlich in meinem Leben gut? Ja, das machen wir nämlich selten. Wir denken häufig darüber nach, was läuft in meinem Leben schlecht, aber sich abends mal zu überlegen, was war heute schön? Ja? Perspektivwechsel. Herzlichen Dank für das Gespräch heute Vormittag, Ulrich Schnabel.